Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Paper Mario. Wir waren hier stehen geblieben und jetzt benutzen wir mal so viele Schlüssel, wie wir haben. Ich hoffe auch mal, dass es ausreicht. Aber im letzten Part haben wir, glaube ich, alle 8 Räume geklärt. Und haben die Schlüssel besorgen können. Ja, 2 habe ich noch. Einen. Heißt, wir haben im letzten Part alles richtig gemacht. Das Ding bewegt sich. Was ist das denn? Ein Klabautermann, was war denn das? Ah, wir haben einen weiteren Weg nach unten freigeschalten. Ist doch wunderschön. Dann können wir jetzt nochmal speichern gehen. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Dann alles wieder auffüllen. Und dann gehen wir mal da drüben hin, wo wir einen neuen Weg freigeschalten haben. Wir haben dich schon erwartet, Mario. Was gumbert, alter Knabe? Wie kommst du denn hierher? Nett, dass du uns das Tor geöffnet hast, Mario. Dank deiner Gutmütigkeit funktioniert mein Plan ausgezeichnet. Das Tor geöffnet? Wie denn das? Ihr merkt wohl immer noch nichts. Dieser Gumbert, den ihr vorhin am Innentor getroffen habt, das war doch nur dieser Bettlaken hier in einer genialen Verkleidung. Rumpel heiß ich. Der Echte hält gerade ein Schläfchen in der Kammer. Jetzt müssen wir dich nur noch aus dem Weg räumen, dann läuft alles nach Plan. Wir machen dich fertig und diese Verräterin Barbara gleich mit. Seid ihr bereit? Ja. Auch sie. Du sei still. Oh, Entschuldigung. Du willst uns fertig machen. Das werden wir ja noch sehen. Also los. Roberta, Lakenmann. Ja. Rumpel heiß ich. Seid ihr bereit? Diesmal zeigen wir es Mario richtig. Und diesmal werden wir die Nummer nicht in den Sand setzen. Ja. Schon klar. 40, 40, 30, da haben sie aber ein bisschen was am Leben. Friert uns ein.
Die setzen wir aber richtig zur Sache, ey. Da werde ich in dieser Runde noch so einen Tropfpilz brauchen. Was hätte ich denn noch im Angebot? So, aber diesmal nicht mehr verhauen. Eine nach den anderen ausschalten. Was soll das denn, du blödes Betttuch? Gib dir gefälligst Mühe. Entschuldigung. Warum greift er jetzt auf einmal zweimal an? Aua. Bartom gibt mir einen Ultrapilz. Schaden drücken muss. Acht, das müsste ich so auch machen können, dass ich den auf die Gruppe ein bisschen Schaden mache. Schade. Nicht so geklappt, wie ich wollte. Oh nein. Einen haben wir weg. Ich will keinen Stein haben. Dann ist jetzt die Roberta dran. Und den Bart umtauschen wir mal aus. Aua, warum macht die Yoshi Schaden? Alles in Ordnung, Roberta. Nein. Na, Yoshi ist tot. Ja, Yoshi war vielleicht doch nicht die beste Idee. Nehmen wir die Barbara. Wenn mich jetzt nichts täuscht, müsste das eigentlich reichen.
Und fällt die Roberta um und die hinten dran wird auch bald. Nein. Ja, und hier nochmal ein Feuerzauber. B, A, A, B, Y. Und tot ist die auch. Bra. 51 Sternpunkte für den Kampf. Auf Tank, wir gehen auf Leben. Das soll es also gewesen sein. Guff. So, direkt erstmal speichern gehen. Nach so einem harten Kampf. Mit 10 Münzen das ganze Team auffüllen. Gucken wir mal, ob das ganze Team. Ja. Wurde aufgefüllt, das ist wunderschön. Ein Donnerzahn. Ach, gleich 3 Stück von den Dingern. Komm, schnell vorbei der Kampf. Und wieder 12 Punkte. Und wieder mehr Münzen. Oh, nicht noch so ein. Ja, den müssen wir jetzt einfach schnell besiegen. Das war mir jetzt klar. Deswegen ist es geil, dass ich vorhin Donnerzorn gefunden habe. Weil die Nummer 3 war es. Und bitte jetzt keinen mehr. Brauchen wir die Arona, um das Ding hier wegzumachen. Dann können wir jetzt hierher. Da brauchen wir unseren Yoshi.
wahrscheinlich jetzt den Körper. Ja. Tarnkappe, okay. Machen wir mal beide aus. Jetzt weiß ich nicht, ob es so gut ist. Okay. Oh, der Hund mich erschreckt. Nein, keine Dose auf mich werfen. Dann Yoshi, komm mal bitte da raus. Mach deine Arbeit. Und hier jetzt ein Anti-Verteidigungshieb. Wenn nur grün an ist, ist das so. Wenn nur gelb an ist, ist das passierbar, ja. Und was ist hier? Eine Tür. Muss ich so rüberhängen kann. Dann nehmen wir hier den Bartomp. Kann man runterlaufen lassen und das aktivieren. So müsste es passen. Oh. Immer diese Hunde hier. War mir fast klar, dass der Bartum keinen Schaden macht.
Ah, gibt's ja schon bald wieder ein Level ab. Was hat das hier mit den Sternen auf sich? Ja, ich würde aber sagen, dass mit den Sternen werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich fürs heutige Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.